Hallo, hier ist Heiko Philo. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute möchte ich über das Thema Moral sprechen. Ganz ähnlich wie im Wahrheitsvideo möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, erstmal den Begriff definieren und dann mit der Frage beschäftigen, ist Moral subjektiv und ist Moral relativ? Ich hoffe, am Ende des Videos ist das klar. Ja, ich habe ein bisschen mehr Verständnis bei der Verwirrung, die es um den Begriff Moral gibt, weil ich finde, die Verhältnisse in der Frage um Moral sind schwieriger als die Verhältnisse bei dem Thema Wahrheit. Das nur als Bemerkung voraus. Also, wo fängt denn Moral an? Moral fängt an, die moralische Frage entsteht überhaupt erst, wenn ich in meinem Geiste zwei Handlungen vor mir habe und ich möchte mich jetzt entscheiden, welche Handlung soll ich denn jetzt wählen? Kann ich fragen, was soll ich tun? Das ist die typische moralische Frage. Oder ich kann fragen, welche Handlung ist besser? Nun gibt es ein häufiges Missverständnis, wie man diese Frage, welche Handlung ist besser, verstehen kann. Und also, was heißt Missverständnis? Man kann sie so oder so verstehen und ein Verständnis dieser Frage, welche Handlung ist besser, hat mit Moral nichts zu tun und das andere Verständnis von, welche Handlung ist besser, ist genau die moralische Frage. Diese andere Frage, die mit Moral nichts zu tun hat, ist für mich die technische Frage. Die technische Frage nach welcher Handlung ist besser, geht davon aus, dass es ein bestimmtes Ziel gibt, was ich oder jemand anderes vorhat zu erreichen. Und dann, ausgehend von diesem Ziel, stelle ich die Frage, welche Handlung ist besser? Etwas ausführlicher gesprochen, welche Handlung ist besser geeignet, um das Ziel zu erreichen? Nehmen wir mal an, ich hätte Langeweile. Möchte die Langeweile verscheuchen, dann kann ich sagen, ich bleibe weiter vor dem Fernsehprogramm sitzen, was mich eh schon die ganze Zeit langweilt. Keine gute Idee. Oder ich mache irgendwas anderes, zum Beispiel ein Video über Moral. Schon sehr interessant. Welche Handlung ist besser geeignet, um die Langeweile zu verscheuchen? Natürlich die zweite Handlung. Das bleibt aber eine technische Frage, mit welchen Mitteln ich mein Ziel am besten erreiche. Welche Methode, welche Technik ich einsetze. Deswegen die technische Frage. Hat mit Moral nichts zu tun. Auch wenn ich das Ziel edler mache, zum Beispiel möchte gerne, dass die Menschheit nicht mehr im Streit und Krieg miteinander lebt, sondern friedlich, sehr edles Ziel. Wie erreiche ich das am besten? Ich strebe die Weltherrschaft an und setze die Regeln durch, die dann zu Frieden führen. Oder ich warte darauf, bis alle Staaten sich aufgelöst haben und dann stellen sich die Regeln von selber ein, nachdem die Menschen friedlich zusammenleben. Welche Handlung ist besser, wäre nur eine technische Frage. Was ist besser geeignet, um mein Ziel zu erreichen, dass die Menschen friedlich zusammenleben? Hat mit Moral nichts zu tun. Auch wenn das Ziel sehr edel ist. Auch wenn sich jetzt vielleicht alle Menschen einig sind, dass sie friedlicher zusammenleben wollen, wäre das nur eine Ansammlung von verschiedenen Individuen, die dasselbe Ziel teilen. Das würde auch noch keine moralische Frage sein. Und wenn die sich dann fragen, wie erreichen wir dieses Ziel, was wir alle gemeinsam haben, ist es auch wieder nur ein technisches Problem. Also das ist mit was ist besser, welche Handlung ist besser, nicht gemeint, wenn man die moralische Frage stellt. Weil hier immer wieder auf ein Ziel, was ein Subjekt hat, Bezug genommen wird. Und Moral zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie ohne Bezugnahme auf subjektive Vorlieben eingeht. Und auch wenn das Ziel, dass die Menschheit eh friedlich zusammenlebt, ein sehr edles Ziel ist, bleibt es doch eine subjektive Vorliebe. Das heißt, die moralische Frage möchte herausfinden, sozusagen, welche Handlung objektiv in Wirklichkeit besser ist. Und wie soll das gehen, wenn man nicht auf subjektive Vorlieben von einzelnen Menschen, von Entscheidungen, die die getroffen haben, Bezug nehmen darf bei der Begründung? Das Mittel der Begründung, warum eine Handlung jetzt moralisch besser sein soll, ist, dass man auf allgemeingültige Erkenntnisse oder logische Gesetzmäßigkeiten nur Bezug nimmt. Das ist das Einzige, was erlaubt ist. Und die Bezugnahme auf subjektive Vorlieben einzelner oder auch vieler einzelner ist nicht erlaubt. Sonst geht es eben nicht darum, welche Handlung wirklich besser ist, sondern nur, welche Handlung für mich besser ist. Oder für irgendjemand anders. Ja, jetzt ist die Frage, wie könnte denn so eine
allgemeingültige, vernünftige Überlegung aussehen, mit der man nun begründen will, dass eine Handlung besser als eine andere ist. Da gebe ich mal ein Beispiel dazu, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie das aussehen könnte. Es gibt den Ausspruch, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Hier wird ausgesagt, dass wenn ich nicht will, dass mir jemand was antut, dann kann ich Stopp sagen. Und wenn ich das tue, dann müsste ich auch jedem anderen auch das Recht einräumen, auch Stopp zu sagen, wenn ihm dasselbe geschehen soll. Das heißt, auch wenn ich Lust hätte, jemand anderen das anzutun, was ich nicht angetan haben möchte, dann müsste der auch genauso gut das Recht haben zu sagen Stopp. Und das müsste genauso viel gelten, wie wenn ich das sage. Darin ist die Einsicht versteckt, dass es unwichtig ist, wer dieses Stopp sagt. Es ist gleich viel wert, egal wer das macht. Das heißt auch, wenn ich jemandem das antun will, wenn der Stopp sagt, ist das genauso viel wert, wie wenn ich es tue. Also soll ich es dem anderen auch nicht antun, wenn ich es nicht will. Das liegt einer vernünftigen Überlegung zugrunde, nämlich, wieso soll es einen Unterschied machen, wer etwas Bestimmtes sagt, Stopp. Das kann bei einer allgemeinen vernünftigen Überlegung keinen Unterschied machen, ob das der Heiko oder der Thomas oder der Paul sagt. Es muss eigentlich genauso viel zählen vor der Vernunft. Und das ist in diesem Ausspruch mit enthalten. Und so kommen wir auch zu einem Kriterium dafür, wie moralische Regeln auszusehen haben. Sie müssen nämlich ohne Bezug auf bestimmte Menschen, bestimmte Willen ausgestattet sein. Das heißt, sie müssen als allgemeine moralische Gesetze, als allgemeingültige Aussagen formuliert sein. Sonst sind es keine moralischen Aussagen, sondern irgendwelche willkürlichen Vorlieben, die sich vielleicht nur als moralische Aussagen tarnen. Also das wäre so eine Idee, wie vernünftige Überlegungen aussehen. Die haben also nichts mit subjektiven Vorlieben zu tun, sondern nur mit Logik. Und wenn man da keinen Unterschied machen kann, aus vernünftigen Überlegungen, dann gibt es eben keinen Unterschied zwischen verschiedenen Menschen. Dann zählen die gleich viel. So ist die Überlegung. Das heißt, wir kommen jetzt zu der Definition von Moral. Eine moralische Aussage wäre also eine begründete Aussage darüber, wieso eine Handlung besser ist als eine andere Handlung, wobei in der Begründung nicht Bezug genommen wird auf subjektive Vorlieben, sondern nur Bezug genommen wird auf allgemeingültige Erkenntnisse oder auf vernünftige Überlegungen, also sowas wie Logik. Das finde ich ist eine ganz praktikable Methode, mit der man erstmal arbeiten kann, wie man Moral definieren kann. Mit dieser Definition, wenn wir jetzt ausgerüstet losziehen und gucken, wie sieht es denn aus? Ist Moral subjektiv? Nun, wir haben ja gerade festgestellt, Moral, die moralische Frage, legt ausdrücklich Wert darauf, dass sie ohne die Bezugnahme auf subjektive Vorlieben von einzelnen Menschen auskommt. Das heißt, Moral kann überhaupt gar nicht subjektiv sein. Nein, es soll ja gerade eine objektive Aussage getroffen werden, vernünftig begründet, warum eine Handlung besser als eine andere ist. Und die soll unabhängig davon, was einzelne Menschen darüber denken, sein, sondern es soll sozusagen unabhängig vom Menschen allgemeingültig eine bessere Handlung sein. Deswegen kann Moral nicht subjektiv sein, sondern sie ist natürlich objektiv. Dann die Frage, ist Moral relativ? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe gehört, ich kenne mich da nicht aus, aber nehmen wir mal an, es wäre so. Ich habe gehört, in Afrika gibt es Kulturen, die ihren kleinen Mädchen, ob raus, schon früh die Klitoris entfernen, abschneiden, rausschneiden. Sehr grässliche Prozedur. Und erstaunlich ist auch, jedenfalls könnte man so erstmal denken, dass die Frauen, die erwachsen sind in dieser Kultur, stolz darauf sind, diese Wunde zu tragen und sagen, das gehört zu einer ehrenwerten, anständigen Frau in unserer Kultur, dass sie keine Klitoris mehr hat. Das heißt, noch nicht mal die Opfer beschweren sich über diese Behandlung, sodass ein moralischer Relativist argumentieren könnte, guck mal, da ist es akzeptiert und die beschweren sich nicht darüber, da gilt also die Moral, Klitoris abschneiden ist nicht nur nicht schlimm, sondern das ist sogar moralisch gut. Während wir in Europa das schrecklich finden und hier gilt eben diese Moral, dass man eben die Klitoris eines Mädchens dran lässt und so sind eben die beiden Moralen kulturrelativ. Die Antwort darauf wäre, dass eine kulturelle Praxis
ja nicht unbedingt eine vernünftig begründete Praxis ist, sondern sie ist einfach faktisch da. Es wird eben in Afrika, in diesen Kulturen, die Klitoris entfernt. Aber ob das gut ist oder nicht, das wissen die ja gar nicht. Sondern es ist einfach nur erstmal eine Praxis. Und wenn man sich überlegt, was ist denn eine Kultur, dann ist eine Kultur doch eigentlich nur eine subjektive Vorliebe Einzelner, die sich geeinigt haben, dieselbe subjektive Vorliebe zu haben. Oder die sich durch Nachwachsen angeschlossen haben, dieser subjektiven Vorliebe, die in der Kultur geteilt wird. Das heißt, Kultur ist nur subjektive Vorliebe und kann keinen Anspruch auf Gültigkeit, Allgemeingültigkeit im Sinne der moralischen Frage haben. Genauso wenig allerdings auch wie unser Abscheu dagegen, die Klitoris zu entfernen. Man müsste jetzt erst eine vernünftige Begründung dafür finden. Ich glaube, das geht, aber das wäre noch zu zeigen. Aber es wäre hier klar, der Anspruch, dass eine Kultur beanspruchen kann, sie würde hier relativ moral geltend haben, geht nicht. Das ist eben nur eine subjektive Vorliebe, auf die sich diese Kultur stützt. Deswegen ist das keine Moral. Deswegen ist also klar, wer Moral als relativ behauptet, dass Moral nur relativ sein kann, der ist im Grunde ein moralischer Nihilist. Der sagt, Moral im Sinne von objektiv und allgemeingültig gibt es gar nicht. Und ja, gibt es gar nicht. Das bringt uns zu der Frage, ob denn durch vernünftige Überlegungen ohne Bezugnahme auf subjektive Vorlieben Einzelner oder vieler Einzelner eine Handlung als besser auszuzeichnen ist gegenüber einer anderen. Ist das überhaupt möglich? Das wäre jetzt die entscheidende Frage. Wenn das möglich ist, dann gäbe es Moral und dann wäre natürlich auch Quatsch, was der moralische Relativist sagt und der moralische Subjektivist. Wenn das nicht geht, hätten die recht und wir müssten das Projekt der Moral aufgeben. Dass das möglich ist, werde ich im nächsten Video zeigen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Auf Wiedersehen.